Bitte für uns deine Kinder, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Dann darf ich, vielen Dank, ich darf in das Thema Familie einführen, und wie ihr seht, habe ich dazu ein paar Folien vorbereitet. Die Familie ist eigentlich das Schönste, was wir in dieser Welt haben, weil nur die Familie schenkt uns diese Kontinuität, diese Verwurzelung,
diese Stabilität, Geborgenheit im Leben. Es ist eine einzigartige Bindung, die praktisch unauflöslich ist. Auch wenn Familien zerbrechen, bleiben doch die Blutsbande bestehen. Und vor allem sakramentale Ehen sind ja ein Ort der Gegenwart Gottes, ein Ort der Menschwerdung und ein Ort, eine Schule der Liebe. Darüber wollen wir nachdenken. Der Plan Gottes mit Ehe und Familie. Alle Geschöpfe sind Worte Gottes. Der Mensch ist ja Abbild Gottes. Und deshalb möchte ich jetzt zunächst auch ein bisschen über das Urbild nachdenken, damit wir verstehen, was eigentlich die Familie als Abbild Gottes, als Abbild der Trinität ist. Im Anfang war das Wort, das heißt, alles, was Gott geschaffen hat, ist sinnvoll. In allem ist ein Logos, einen Sinn, ein Wort drin. Und übrigens seid auch ihr solche Worte Gottes. Und Romano Guardini sagt, in jedem Menschen wird von Gott ein Wort in sein Wesen hineingesprochen. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich dieses Wort vernehme. Mir geschehe nach deinem Wort, sagt die Jungfrau Maria. Das heißt, sie ist ein Wort, das Gott in sie hineingesprochen hat, auch den Wort, das Wort des Vaters, den Logos selber, den Sohn Gottes, hat Gott in ihre Seele, in ihren Schoß hineingesprochen, hineingelegt. Aber sie selbst ist auch ein Wort und sie erschrickt weil sie kennt dieses Wort nicht. Sie hätte sich das auch nicht vorgestellt, dass sie, die niedrige Magd des Herrn, dass sie die erwählte Mutter Gottes sein soll. Deshalb erschrickt sie beim Gruß des Engels, sei gegrüßt, freue dich, du Gnadenvolle, du Begnadete. Sie erschrickt und denkt nach, was dieser Gruß bedeutet. Das heißt, sie erwacht zu sich selbst und versucht jetzt zu verstehen, was auf sie zukommt und was in sie hineingesprochen wird. Und das müssen wir auch tun, weil dieses Wort ist in uns und wir vernehmen es im Lauf unserer Biografie und es kommt alles darauf an, dass wir mit diesem Wort in Übereinstimmung gelangen, dass wir es bejahen. Das ist dann das Geschehen lassen. Die Annahme. Und so sind alle Dinge Worte Gottes. Das Universum, das ist ja atemberaubend, was wir in der Schöpfung sehen. Das Universum zeigt uns die Größe, die Unendlichkeit Gottes. Und zwar in einer Weise, dass wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Wir können es, wie Newman sagt, gar nicht realisieren, was das heißt. Milliarden von Galaxien, das Licht, das mit einer solchen atemberaubenden Geschwindigkeit sich bewegt und kommt von Millionen von Jahren von einem Stern zu uns. Also, das kann sich niemand vorstellen. Und da sehen wir uns, dass Gott auch da sozusagen seine Unendlichkeit und Weisheit und Überlegung an den Himmel gemalt hat. Und wir müssen das sehen und die unglaubliche Schönheit und Vielfalt der Geschöpfe. Die Erde ist ja eigentlich ein Paradies. Inmitten dieser astronomischen Sternen- und Steinwüste von Elementen, was für Formen von Farben, Leben, intelligentem Verhalten in den Meeren, in den Lüften, auf Erden sich bewegt. Das ist einfach atemberaubend, das ist unglaublich schön und das kann man eigentlich nicht vernünftig anders erklären als mit der Intelligenz eines Schöpfers. Zu sagen, das ist alles Zufall, das ist so ein steiler Aberglaube, dass der vernünftige Glaube daneben fast verblasst an Kühnheit und die Blume, überhaupt das Phänomen der Schönheit zeigt uns, es muss einen Sinn geben. Wenn ich eine Rose sehe auf einer Schutthalde,
dann sehe ich vielleicht die Schutthalde, ich sehe das Böse in der Welt, ich sehe die Vergänglichkeit, die zerstörerischen Mächte. Aber da blüht plötzlich eine Rose und die passt nicht hinein. Diese Schönheit und der Duft und die Symmetrie der Blüte und der Blätter, die zeigt mir, es gibt etwas darüber hinaus, etwas Metaphysisches, einen tieferen Sinn. Und jetzt kommen wir zu uns langsam und zur Familie. Wir kommen zum Menschen. Was der Mensch, der das alles sieht, der Einzige, der das erkennt und reflektiert, der um sich selber weiß, um Anfang und Ende, der fragt, woher kommt das? Wer bin ich? Wozu lebe ich? Wer hat das gewollt? Wer hat das alles in diesen Garten hineingelegt und mich da hineingestellt? Und so. Und die Sehnsucht des Herzens zu lieben, nach Erfüllung, nach Glück, nach dem verlorenen Paradies, wenn ihr wollt. Und dann bekommt man einen Vorgeschmack dieses Paradieses, wenn man das Gegenüber findet, das Du, der Mann, die Frau, den Mann. Und was sie in der Liebe erleben, wenn sie glücklich sind, in Momenten der Harmonie, des Einsseins, des Verstehens, dann haben sie einen Vorgeschmack vom Himmel, von dem, wie es sein könnte und sein soll. Und entdecken etwas in ihrer Liebe, was eigentlich Gott abbildet. Gott ist eben die Liebe. Aber stellen wir uns einmal Gott vor, er wäre so, wie das Judentum sich denkt. Er ist eine Person, der Allmächtige, der Allweise, aber er ist eigentlich eben mit sich selber allein. Er ist nicht dreifaltig. Er hat kein Du. Er ist mit sich selbst allein. Er ist zwar eine Person mit Weisheit, Wille, mit unendlicher Einsicht und Möglichkeiten, die er hat, aber er ist eigentlich auch derjenige, der das alles geschaffen hat. Im Gleichnis jetzt sagen wir, er hat die Welt geschaffen wie ein Computerspiel und wir sind die Avatare, die Geschöpfe, die er schafft, oder? In diesem Spiel. Aber er sitzt ja doch irgendwo einsam vor diesem Bildschirm. Versteht ihr? Er ist mit sich selbst allein. Er hätte ja kein Gegenüber, das ihm ebenbürtig ist. Wer kann Gott das Wasser reichen? Wer kann ihn erkennen bis auf den Grund? Als Adam im Paradies ist und die Tiere sieht und die Blumen, hat er Freude, er benennt sie. Und ein Hund kann mit mir in eine Beziehung treten. Er hat Gefühle, er zeigt Freude und Treue, Anhänglichkeit, wenn er mich sieht. Aber er weiß nicht, warum ich traurig bin. Er kann mich nicht ausloten. Er erkennt mich nicht wirklich. Und ich kann es ihm auch nicht erklären. Und deshalb ist Adam frustriert. Weil es fehlt ihm etwas, bis Gott aus seiner Seite ihm die Frau erschafft. Und jetzt hat er ein Du, ein Gegenüber, auf das hin er sich hingeben und auch sich selber transzendieren kann. Und das ist in Gott auch so. Sonst wäre Gott der absolute Autist, der nur um sich selber kreist. Er wäre auch der absolute Narzisst, der nur in sich selbst verliebt ist. Aber in Gott ist eben ein Geheimnis, die Dreifaltigkeit. Der Vater, die erste Person, nennen wir, weil Jesus es getan hat, Vater. Und er gibt alles seinem Sohn. So gibt er die Gottheit weiter, wie wenn ich mit einem Zündholz das Feuer einem anderen Zündholz weitergebe. Und beim Feuer ist es so, dass die Weitergabe des Feuers dem Feuer nichts nimmt von seiner Glut und Hitze und Größe. Die Flammen bleiben sich selber gleich. Also die Flamme, die das Feuer empfangen hat, ist gleich groß wie der Geber.
Und wenn ich sie zusammenbringe, brennen sie als eine einzige Flamme. Und wenn diese zwei Flammen eine dritte Dimension hervorbringen, weil der Vater erkennt sich im Sohn, der Mann gibt sich der Frau und sie macht ihn zum Vater und er macht sie zur Mutter und sie übersteigen als Paar sich selber in eine dritte Dimension hinein. Das Kind, das auch wieder ein Gegenüber, eine Person ist. Und jetzt sind sie erst Familie und jetzt sind sie erst ein Geheimnis der Liebe. Erst jetzt sind sie ein Geheimnis der Liebe. Und das ist im Urbild genauso wie im Abbild. Das Abbild der Trinität ist die Familie. Das Urbild ist die Trinität selber. Der Vater, der sein ganzes Gottsein in den Sohn hinein spricht, den Sohn zeugt. Der Sohn, der die totale Hingebung und Antwort an diese Liebe des Vaters ist, und zusammen übersteigen sie sich selber noch einmal in die dritte Dimension. Das ist der Heilige Geist, das Band zwischen ihnen, so wie das Kind das Band zwischen den Eltern ist, weil im Kind ist der Vater, sagen wir manchmal, typisch Papa, und im Kind ist auch die Mutter. Das Paar erkennt also auch sich selber im Kind. Es ist wirklich von ihnen und doch ist es anders und selbstständig und auch wieder ein echtes Gegenüber. Das merkt man, wenn die Tochter die Mutter kritisiert und so. Sie sind dann doch nicht einfach nur unsere Gebilde. Wir können sie nicht einfach modellieren und aus ihnen das machen, was wir uns denken. Sie haben auch wieder eine eigene Dynamik und Würde. Aber es ist für mich so, dass das Urbild, die Trinität, eben im Abbild der Familie sich spiegelt. Auf den ersten Blick haben wir ja immer gedacht, ja, wie kann Gott dreifaltig sein, drei Personen, ein Gott, das geht ja in keinen Kopf hinein. Es scheint auf den ersten Blick irgendwie hirnrissig. Es scheint schwierig, so etwas zu verkündigen oder zu verstehen oder so etwas, an so etwas zu glauben. Deshalb polemisieren die Juden und die Muslime gegen die Trinität. Es scheint ihnen irgendwie verrückt zu sein. Drei Götter, oder was sind es? Das sind das drei Götter oder ein Gott? Oder sie verstehen es nicht. Aber es ist eigentlich viel vernünftiger in der Tiefe, weil Gott kann die Liebe nur sein als dreifaltiger. Und auch ich kann nur lieben, nicht als die absolute Monade, das Individuum, der Individualist, der sich selber genügt, sich selber Gott ist, der selber sagt, was zu sein hat oder nicht zu sein hat, der sein Glück immer darauf ausrichtet, was bringt es mir, was bringt es mir, der kann nicht lieben. Er lernt erst die Liebe, wenn er sich einlässt auf die Beziehung und wenn er bereit ist, sich hinzugeben, sich zu übersteigen und das Fremde ihm begegnen zu lassen, weil das Fremde, die Frau, fordert ihn heraus. Sie ist nicht ich und sie ist anders. Und das ist eine große Chance, nur durch das beginne ich zu wachsen, über mich selbst hinauszugehen. Nur durch das komme ich zu mir selber und so weiter. Der Partner ist ja immer auch irgendwo ein Spiegel. Also Gott ist die Liebe, er ist Beziehung und wir haben eben diese Berufung zu lieben und wir können und lernen das eben nur in der Familie. Das ist der erste Ort, wo wir in diese Welt kommen, langsam Mensch werden, wo unsere Vernunft erwacht, wo Eltern ständig uns nähren, beschützen, motivieren, fördern, belehren,
korrigieren, aufbauen und so weiter, sodass ich langsam zu mir selber erwache, das Kind, und meinen eigenen Willen, meine Freiheit entdecke, auch in der Reibung mit dem elterlichen Willen. Aber man sieht nirgends so schön, weil Mann und Frau sind wie im Ballett, ist meine Meinung. Im Ballett sieht man einfach diese totale Gegensätzlichkeit von Mann und Frau. Man sieht sie im Ballett auch leiblich, inkarniert, verkörpert. Aber wenn ihr dieses Bild anschaut, es ist einfach nur wunderschön. Und diese Gegensätzlichkeit, dieses Zusammenspiel von Zweien, die nicht identisch sind, die anders sind und mit einem ganz anderen Gaben einen Zugang zur Wirklichkeit haben, die auf ihre Weise tanzen, und nur zusammen wird es eben ein Ballett, wird es eben ein Kunstwerk. Und da sieht man eben, wozu die Liebe berufen ist. Ohne dass ich sie jetzt romantisieren will, aber wir wissen alle in der Ehe, es bleibt nicht alles nur immer romantisch. Wir kommen dazu. Es ist ja eine Schule der Liebe. Aber diese Wahrheit, die ihr auf diesem Bild seht, dieses Zusammenspiel und diese Berufung, einander zu ergänzen, und so wie in Gott die Person durch die andere Person zu sich selber kommt und diese gegenseitige Durchdringung, die ist unsere innere Berufung. Und das sieht man auch hier in der ehelichen Liebe. Es ist natürlich klar, dass die Familie auf Sicherheit und Stabilität angelegt ist. Deshalb liegt es im Wesenszug der Liebe, dass sie bedingungslos ist. Ich kann nicht sagen, ja, ich liebe dich unter dieser Bedingung. Ich liebe dich, solange du mir das, das, das gibst. Wenn du mir das, das und das nicht mehr gibst, dann liebe ich dich nicht mehr. Das ist nicht Liebe, das spürt jeder. Also die Liebe hat eine innere Logik, dass sie treu ist, dass sie für immer ist, dass sie unauflöslich ist und dass sie genau dadurch auch dem Kind diese Sicherheit und Geborgenheit gibt, um zu wachsen, die es braucht. Jetzt sind wir da. Deshalb wird dieser Bund geschlossen. Es ist eben eine freie Zuwendung und ein freies sich einlassen, aber es wird auch durch die Gesellschaft geschützt, durch den Vertrag. Es ist beides, es ist Bund und Vertrag, und das zeigt eben, dass alles im Menschsein eine geistige Natur hat, der Bund, die Liebe, die Freiheit, das Ja-Wort. Und das Inkarnierte, das wird dann auch sichtbar im Ehering, der Vertrag und auch die gesellschaftliche Anerkennung und Verankerung, das gehört dazu. Und jetzt sagt uns eben der Herr, seid vollkommen, seid heilig. Wir sind berufen auf das Wohl des anderen und nicht auf das eigene zu achten. Das ist eine Familie. Wir sind berufen, auf das Wohl des anderen mehr zu achten als auf das eigene. Das ist Selbsttranszendenz. Das ist diese Liebe, die Jesus geliebt hat bis zum Extrem, sagt Johannes. Und dass jeder den anderen höher schätzt als sich selber. Auch das. Dass die Jüngeren die Älteren ehren, dass die Kinder die Eltern ehren und die Älteren die Jüngeren lieben, dass die Eltern die Kinder lieben, auch wenn sie mal schwierig sind, oder? Und sie lieben sie auch unverbrüchlich. Die Kinder sind schwierig, sie machen Fehler, sie sind eigensinnig, aber
die Eltern stehen drüber. Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl, das ist auch klar, damit wir nicht jetzt einfach in einer idealistischen Romantik bleiben, aber das Ideal ist wichtig. Die Liebe ist eben immer auch eine Entscheidung. Sie hat zwei Dimensionen, das Wohlgefallen, du gefällst mir, und das Wohlgefallen löst in mir auch Momente des Glücks aus. Sie macht mich glücklich. Sie gibt mir Wohlgefühl. Ich fühle mich wohl in ihren Armen oder umgekehrt. Das ist das Wohlgefallen. Das ist in der Ehe immer wieder da. Das ist am Anfang eine sehr starke Initialzündung, dass wir überhaupt uns aufeinander einlassen, aber nachher kommt die Liebe des Wohlwollens, weil die des Wohlgefallens trägt nicht in allen Momenten, weil wir missfallen einander auch situativ. Wir haben Fehler, Charakterschwächen, wir fallen einander auch situativ zur Last und da kann das Wohlgefallen das Wohlgefallen ist da im Keller, sozusagen. Und da muss das Wohlwollen, das ist die wahre christliche Liebe, die zur Selbsttranszendenz bereit ist. Und die ist dann geduldig und die bleibt treu, die kann auch einmal ohne Gefühle einfach im Wohlwollen das Richtige tun. Wie Ignatius sagt, man muss die Liebe mehr in die Werke legen als in die Worte. Und man könnte auch sagen, man muss die Liebe noch mehr als in die Gefühle, in die Werke legen, ins Wohlwollen. Wobei ich denke, dass das Wohlwollen immer auch verbunden ist mit einer gewissen Wärme des Herzens. Es ist nicht gefühlskalt, das Wohlwollen. Es ist auch eine Form des warmen Herzens. Aber es ist tapferer, selbstvergessener, geduldiger. Wohlwollen und Wohlgefallen gehören also zusammen in der Ehe. Und es ist ja so, dass bis ins hohe Alter die Liebe immer wieder neue Schattierungen annimmt. Aber dieses Wohlgefallen kehrt immer wieder zurück. Ich habe schon Paare gesehen, da kam die Frau zu mir in einer riesigen Krise, weil er hatte sich in eine Freundin verliebt und so weiter. Und das war eine sehr harte Probe. Die Ehefrau blieb tapfer im Gebet, im Verzeihen. Er ist zu ihr zurückgekehrt. Und 20 Jahre später war ich in dieser Stadt und wurde eingeladen von dem Paar, das ich damals in dieser Krise begleitet habe. Dann saßen die zwei mir gegenüber, schon gegen die 70, altersmäßig. Und ihr könnt mir glauben, dieser Blick, wie der Mann seine Frau angeschaut hat, ich habe es gesehen, habe nichts gesagt. Aber wie er sie angeschaut hat, hat mir einfach gezeigt, es lohnt sich durchzuhalten und dieser Blick des Wohlgefallens, der kehrt immer wieder zurück, bis ins hohe Alter. Der ist immer wieder möglich, oder? Aber wir sind eine Einheit von Gegensätzen, das ist sehr wichtig. Ein Gegensatz, das Paar bildet ja eine Familie, eine Ellipse sozusagen. Dazwischen wäre jetzt noch das Kind, wenn ihr das Bild anschaut. Aber es sind zwei Polaritäten, der Mann, die Frau. Und die haben auch verschiedene Charakteranlagen. Der Mann könnte, ich fantasiere, er ist strukturiert, er ist ein Ingenieur, er hat gelernt zu rechnen, zu kalkulieren, er plant alles voraus, er überlässt nichts dem Zufall, wenn er in die Ferien geht, die Dinge sind geplant, berechnet, Benzinverbrauch, Kosten und so weiter. Und sie ist eine totale Künstlerin, eine Kreative, eine Spontane. Wenn man mit ihr auf 5 Uhr sich verabschiedet,
verabredet, kommt sie um 5:30 oder um 6, weil es war noch so viel und so weiter. Also, und die heiraten sich und die haben natürlich manchmal in der Ehe Probleme. Deswegen, oder? Weil man mit der Südamerikanerin einfach nie mit ihrer Pünktlichkeit rechnen kann. Das ist einfach unmöglich. Und wenn du das als Ehemann nicht annimmst, dass sie das nie schafft und sich dann nie ändern wird, dann wirst du ständig Eheprobleme haben. Aber es ist ja auch eine Ergänzung. Also diese Pole, ein Pol darf sich nicht so aufblasen und den anderen Pol zum Verschwinden bringen und verschlingen. Das heißt, ich lasse nur meinen Modus vivendi gelten und ich will immer, dass der andere sich diesem Modus unterwirft, statt dass ich mich durch den anderen Pol korrigieren, ausbalancieren lasse, dass er ein bisschen meine Sturheit korrigiert und meine Unflexibilität, dass ich Flexibilität lerne mit dieser Frau und so weiter. Und dass die Frau an ihrem Mann eben auch anderes sieht und lernt, das wunderbar ist, die Sicherheit zum Beispiel, die sie hat im Leben. Also diese Pole, die gehören zusammen und ergänzen sich und das Fremde darf man nicht immer als die Negation des eigenen sehen und dann sich durchsetzen wollen gegen das andere, das Fremde, das vielleicht der Partner verkörpert oder das Kind oder was immer. Also ich wachse nur durch dich und mit dir durch unsere Kinder. Ich wachse nur durch dich und mit dir durch unsere Kinder. Auch die Kinder fordern uns gewaltig heraus. Man darf ja gar nicht mit solchen Erwartungen an den Partner herangeben, als ob der Partner mein ganzes Glück und mein Gott wäre. Weil das Paar ist unterwegs zu einer Erfüllung in Gott. Und deshalb darf auch alles Irdische darf ein Stück weit Stückwerk sein. Wir müssen nicht vom Irdischen eine solche Vollkommenheit erwarten, also die perfekte Familie, die perfekte Ehe, der perfekte Mann, der immer aufmerksam ist, alles sieht, die Ohrringchen feststellt und die neue Frisur sieht und nicht übersieht und so weiter. Der Märchenprinz, das wollen wir nicht, weil das wäre nicht evangelisch und das wäre auch nicht gut für uns. Wir würden dann gar nicht mehr Gott suchen, sondern wir würden uns einrichten in dieser Taborhütte des Glücks. Es würde uns genügen, wir hätten nicht einmal mehr Verlangen nach Gott, weil die Frau füllt mich schon aus und die Sexualität und alles, ist alles so schön und erfüllend. Also wir bleiben auch in einer heiligen Unruhe unterwegs, weil wir auch in unserer gegenseitigen Liebe und Freundschaft die Grenzen wahrnehmen. Und diese Grenzen, die wir wahrnehmen, müssen wir zum Prinzip der Vollkommenheit, zum Prinzip des inneren Fortschritts machen. Und dann erschreckt man auch nicht vor den Grenzen. Und man ist auch gar nicht erstaunt, dass der Partner Fehler hat. Man wundert sich gar nicht darüber, dass er nicht alles bringt und sein kann. Und das muss man einmal akzeptieren, weil ich hab's ja auch, er muss ja das auch von mir auf sich nehmen. Also die Grenze auch zu einem Motor, zu einem Schritt des Voranschreitens in die Gottheit hinein machen. Jetzt gibt's ihn zum Schluss in Amoris. Wie lange rede ich schon? Ja, es reicht noch. Ein paar schöne Impulse aus Amoris Laetitia als eine Art Haustafel der Liebe. Also wir haben ja gesagt, die Familie ist ein Ort der Menschwerdung und eine Schule der Liebe. Man fürchtet die Einsamkeit, man wünscht sich einen Raum des Schutzes und der Treue, doch zugleich wächst die Furcht, gefangen zu sein durch eine Beziehung, die das Erreichen
der persönlichen Bestrebungen zurückstellen könnte. Das ist der Individualismus von heute, der verbreitet ist und uns beziehungsunfähig macht, bindungsunfähig macht. Und das muss man eben überwinden. Die Verlängerung des Lebens lässt ein Phänomen erstehen, das in vergangenen Zeiten eher ungewöhnlich war, dass wir eben sehr viel älter werden und dass natürlich die Herausforderung, treu zu sein bis ins hohe Alter, heute mehr Herausforderung bedeuten kann als früher, wo die Menschen relativ jung gestorben sind im Vergleich mit uns. Wir können einander nicht versprechen, das ganze Leben hindurch die gleichen Gefühle zu haben. Stattdessen können wir aber sehr wohl ein festes gemeinsames Vorhaben teilen, uns verpflichten, einander zu lieben und vereint zu leben, bis der Tod uns scheidet, und immer in reicher Vertrautheit leben miteinander. Jetzt sagen ja viele, das ist unmöglich. Viele weltlich gesinnte Leute sagen, die Einehe ist eigentlich eine Überforderung. Und da sagt Pius XII. In einer Ansprache, das finde ich sehr gut gesagt, Gott befiehlt nichts Unmögliches, er ermahnt vielmehr, während er befiehlt, zu tun, was du kannst, und um das zu bitten, was du nicht kannst, und er hilft, dass du es kannst. Also wir müssen davon überzeugt sein, sonst ziehen wir uns selbst uns den Boden unter den Füßen weg. Und ich glaube, viele Familien zerbrechen nur deswegen, weil die Partner das Vertrauen verlieren, weil sie keine Ressourcen haben, weil sie es Gott nicht zutrauen, dass er sie auch in dieser Situation weiterbringen und zusammenbringen kann, wieder zusammenbringen kann. Also jetzt kommen 6 Impulse. Eine Haustafel der Liebe. Die Kraft der Familie wohnt wesentlich der Fähigkeit der Familie inne, zu lieben und lieben zu lehren. Wie verletzt eine Familie auch sein mag, sie kann immer von der Liebe ausgehend wachsen. Zweitens, wir sollen langsam im Zorn sein. Das ist eine Maxime der Kirchenväter, der Wüstenväter. Die Liebe hat immer ein tiefes Mitgefühl, das führt den anderen als Teil dieser Welt zu akzeptieren, auch wenn er anders handeln sollte, als ich es gerne hätte. Drittens, Paulus betont, dass die Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern in dem Sinn verstanden werden muss, den das Verb lieben im Hebräischen hat, nämlich Gutes tun. So sagte der heilige Ignatius von Loyola, die Liebe muss mehr in die Werke als in die Worte gelegt werden. Das hieße innerhalb der Familie in die Sorge für den anderen. Dann ist die Demut natürlich sehr wichtig. Auch für die Familie gilt dieser Rat. Alle aber begegnen einander in Demut. Denn Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und das ist ja eine Versuchung, auch in der Ehe und Familie, ich bin doch nicht die Magd von euch allen.
Also die Kinder kommen nach Hause, werfen alles hin und so weiter. Und die Frau fühlt sich, sie ist nur noch Magd, sie kann nur noch herumgehen, aufräumen und so weiter. Und es scheint manchmal in diesem Dienen eine Erniedrigung zu liegen. Wobei Jesus sagt, ich bin bei euch geworden wie einer, der dient. Und wer der Größte sein will, soll der Diener aller sein. Wo liegt jetzt also im Sinne Jesu die Größe des Menschen? Im Herrschen, im Genießen, im sich durchsetzen, im Kommandieren oder im Dienen, sich hingeben, sich zurücknehmen, sich vergessen und darin etwas nachahmen, weil man bekommt etwas. Wenn man so lebt, bekommt man etwas. Etwas viel Größeres. Und dieses Größere hat Ausstrahlung. Diese Person, es kann ein Mann oder eine Frau sein, die hat dann Macht, ohne sich anzustrengen. Sie strahlt aus. Um sie herum kommen die Dinge in ihre richtige Ordnung. Warum? Weil sie Gott im Herzen hat. Und weil sie Gott im Herzen hat und alle übertrifft in der Liebe und in der Demut, hat sie eine übernatürliche Autorität bei den Nachbarn, in der Verwandtschaft. Es bleibt nicht verborgen, weil der Heilige Geist sagt, die hohen Gipfel können sich nicht bekleiden mit der Herrlichkeit meiner Gnade. Die sind zwar majestätisch, schneebedeckt, beeindruckend, aber dort oben wächst nun mal gar nichts. Denn die Fluten des Heiligen Geistes fliehen von Natur zu Tal, das heißt in die Niedrigkeit. Und das Tal ist grün, fruchtbar. Also der demütige Mensch bekommt Gott ins Herz und entwickelt eine Fruchtbarkeit und eine Ausstrahlung, die auf das Ganze gesehen die anderen in den Schatten stellen und am Ende ihnen viel Anerkennung und Respekt abbringen. Fünftens, die Liebe ist liebenswürdig. Lieben heißt auch liebenswürdig werden. Die Höflichkeit ist eine Schule des Feingefühls und der Uneigennützigkeit, die vom Menschen verlangt, sein Denken und Fühlen zu verfeinern und hören, sprechen und in gewissen Momenten schweigen zu lernen. Jeder Mensch ist verpflichtet, freundlich gegenüber denen zu sein, die ihn umgeben. Und das ist ja auch der Auftrag der Erziehung, die Kinder zu diesem Anstand, zu dieser Höflichkeit zu erziehen, zu dieser Feinfühligkeit für den anderen, sehen, was der andere braucht, nicht nur, was ich will und so weiter. Und es bedeutet auch, jedem das Seine zu geben. Die Kinder sind verschieden. Die einen brauchen mehr, die anderen kommen mit weniger aus. Man muss sich der Eigenart des einzelnen Kindes anpassen. Man kann nicht die gleichen Maßstäbe über jeden brechen, sondern man muss sich einlassen auf die Stärken und Schwächen des konkreten Kindes. Und Benedikt sagt, den Starken geben genug Herausforderung, aber so, dass die Schwachen nicht den Mut verlieren und davonlaufen. Und das Letzte in der Haustafel der Liebe, jeder achte nicht auf das eigene Wohl, sondern auch auf das der anderen. Angesichts einer so klaren Aussage der Schrift muss man vermeiden, der Eigenliebe den Vorrang zu geben, als sei sie edler als die Selbsthingabe an die anderen. Als sei sie edler als die Selbsthingabe an den anderen. Und wenn wir das tun, sind wir wirklich Abbild Gottes. Vielen Dank.